Hallo zusammen, hier ist wieder die Nenia. Und ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir machen uns jetzt einen Kopf, wie wir hier weiterkommen, ohne dass wir in das befeindete Gebiet der Mules gelangen. Und der beste Weg ist einfach außen rum. Das heißt, der Sam, der steht gerade hier. Wir sind von hier gekommen, sind über den Fluss gelaufen, über die kleine Insel oder Halbinsel. Und dann hatten wir hier schon wieder bemerkt, als wir hier oben etwa waren. Hier waren wir, wir sind dieses Geröll hochgelaufen, dass wir wieder mitten in dieses Gebiet kommen. Das heißt, ein direkter Weg, ohne auf den Kampf aus zu sein, den gibt es nicht. Ich habe deshalb den Plan, wir laufen einfach einmal rum. Und zwar über die Verbrennungsstation, die wir schon kennen, und laufen dann hier einfach so durch und kommen dann anschließend hier zum Verteilerzentrum wieder zurück. Dann würde ich sagen, geht's los. Der Sam hat sich ein klein wenig ausgeruht. Er kann jetzt auch wieder aufstehen. Verdammt, weiter geht's. Und wir laufen weiter. Da der Sam auch so voll beladen ist, ist es auch nicht unbedingt clever, direkt über das Gebirge zu laufen, denke ich mal. Daher der Weg außenrum, wo wir nur ein paar dieser Steinchen haben. Natürlich ist es ganz schön abschüssig. Uah, dann läuft das dann gleich wieder ein bisschen schneller. Müssen wir dann mal ein bisschen anhalten. Gucken wir mal, ob wir richtig sind. Ja, ich würde sagen, wir können dann schon weiter in diese Richtung hier laufen. Sonst kommen wir zu weit weg von da, wo wir eigentlich hinwollen. Ich habe jetzt auch alle anderen Markierungen soweitestgehend gelöscht, dass wirklich nur noch die Markierung ist, um in dieses westliche Verteilerzentrum zu kommen. Natürlich nutzt uns diese Linie im Moment nichts, aber so können wir immer noch unseren Nachfüllen der Feldflasche. Unsere Feldflasche wird automatisch nachgefüllt. Das ist ja praktisch. Das ist ja ganz gut. Jetzt regnet es hier natürlich mal wieder. Blöd. Den Weg selbst kennen wir eigentlich schon so ein bisschen. Das ist der, den wir mit Mami lang gelaufen sind. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Oh nein. Ich glaube, das war jetzt eine Warnung, dass hier irgendwas gleich passiert. Noch sieht es aber gut aus. Nee, hier fliegt schon wieder alles nach oben. Okay, das kann sein, dass hier jetzt GDs auftauchen. Oh ja. Oh oh. Das heißt, wir können Luft anhalten. Und geduckt weiterlaufen. Ganz langsam. Langsam, Sam. Wir wollen nicht in die Arme. Mal kurz Luft halten wieder. Luft holen. Luft wieder anhalten. Und geduckt weiterlaufen. Ganz langsam um diese GDs rumschleichen. Jetzt meldet sich. Okay, jetzt meldet sich doch das Baby. Oh oh. Da ist er. Oh Gott. Nein! Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Den Meeressturz, das wollte man jetzt mal gar nicht haben. Das wäre blöd, dann ist die Fracht weg. Ihr seht sie da schon liegen. Die müssen wir dann noch holen. Irgendwie, wenn die mich loslassen und der Regen aufgehört hat. Weiter, Sam. Lauf weiter. Kämpf dich da raus. Oh Gott, lasst mich in Ruhe, ihr schwarzen Matschmenschen. Liegt natürlich mein Paket da. Blöd. Kann ich das gleich wieder holen? Das wäre gut. Das brauchen wir nämlich. Wir haben genau die Metalle verloren. Seht ihr das? Da sind voll die Fußabdrücke von mir. Oh Gott, da kommen sie wieder. Nein! Nicht los! Nicht, nicht, nicht! Ah, ich hab doch gerade wieder aufgeladen. Oh, jetzt haben sie wieder mein Paket. Mann, oh! Wie ungünstig! Kämpf dich da raus, Sam. Diese ollen Viecher wollen wir nicht.
lass mich los, geht weg. Geht weg. Ich hörte sie schreien. Monster. So, blöd. Wie komme ich jetzt wieder an meine Fracht? Da oben sind sie. Oh Gott. Halt die Luft an, Sam. Ist er weg? Jetzt wäre es natürlich ganz praktisch, wenn der Regen aufhören würde. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Gebiet ist, wo es immer regnet. Also, oh Gott, da ist gleich wieder einer. Seht ihr das? Der knüsselt sich da auf. Die ist auch aktiv. Ich möchte natürlich gerne meine Fracht wieder haben. Denn die brauchen wir ja, sonst können wir den Auftrag gar nicht ausführen. Ist nämlich alles verloren. Bleib stehen, Sam. Du bist ganz langsam an die Sache ran. Oh, da ist wieder was. Oh Gott. Seht ihr? Also müssen wir das Ganze versuchen, geschickt anzustellen. Die hauen aber auch einfach nicht ab. Aber wir brauchen ja unser Paket. Oh Gott, da ist gleich wieder einer. Sobald er anfängt zu atmen, tauchen die auf. Wie blöd. Ich glaube, jetzt habe ich alle Pakete wieder. Wir haben wieder 83 Kilo auf dem Rücken. Ich glaube, das ist... Oh Gott, lauf langsam, Sam. Wir haben unser Gepäck wieder. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Nee, war hey, falsch. Nein, nicht rufen, Sam. Mal schön Krach machen. Wir stehen dort. Und müssen hier lang. Okay. Oh je, ein Behälter ist beschädigt bis zu 80. Da ist es natürlich dann fürs Ausliefern nicht so schön. Oh nein, jetzt kommen die schon wieder. Halt die Luft an, Sam. Da sind sie. Schaut mal. Gott, die kommen immer dichter. Das sieht eigentlich besser aus, als ob... kommt das auf mich zu? Ich würde sagen, wir laufen mal. Baby schlägt Alarm. Jetzt haben wir einen Behälter zerstört.
Jetzt sind wir natürlich wieder voll im. Da ist einer. Ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt clever ist, diesen zerstörten Behälter abzuladen. Aber wahrscheinlich ist das nicht verkehrt. Nicht, dass das uns noch. Irgendwie zum Verhängnis wird. Das lassen wir jetzt mal da. Das kaputte Behälterlein. Halt die Luftanzahl. Nee, nicht aufstehen. Das ist natürlich klar, dass man sich nicht in der Nähe von irgendwelchen Feinden ausruhen kann. Wäre auch nicht so clever. Jetzt sind auch die seltenen Metalle beschädigt. Wir müssen einfach aus diesem Regen raus, aber wenn wir nur so langsam vorankommen, ist das gar nicht so leicht. Jetzt ist der nächste Behälter zerstört. Oh je, das Baby brüllt. Ich würde fast denken, wir hätten vielleicht doch durch das andere Gebiet laufen müssen. Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlimm gewesen. Aber wir versuchen jetzt einfach mal unser Bestes. Irgendwann muss ja dieser blöde Regen auch wieder aufhören. Dann muntert sich selbst auf. Schauen wir nochmal, wo wir hier sind eigentlich. Irgendwann muss es ja auch mal wieder aufhören zu regnen. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen schneller zu laufen. Vielleicht kommen wir dann endlich mal aus diesem Regengebiet raus und aus dem Gebiet der GDs oder auch nicht. Okay. Es wird schon wieder heller und ich denke mal, wir sind jetzt raus aus dem Regen. Die Sonne kommt raus. Dadurch, dass wir einen Behälter abgeladen haben, läuft das Sam auch gleich wieder viel besser. Es regnet doch noch. Scheint die Sonne und es regnet. Na gut. Oh, jetzt kommt hier wieder ein bisschen Geröll. Oh je, jetzt ist der Frachtbehälter mit den Metallen auch zerstört. Ich weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt noch den Auftrag abschließen können. Wir werden es einfach mal probieren. Da ist eine Leiter von jemandem hingestellt worden. Da vorne sehe ich schon den Turm. Den kennen wir ja schon. Das ist der Verbrennungsofen. Da sind wir mit Mami hingelaufen. Aber so wie es aussieht, haben wir es jetzt endlich mal geschafft, die
Viecher abzuschütteln. Wir trinken mal noch einen Energy Drink. Dann kann es dann gleich ein bisschen schneller laufen. Geht mal. Geht gleich viel besser. Richtung stimmt auch noch. Da vorne ist der Verbrennungsofen. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht nochmal solche Viecher auf uns drauf zukommen. Sonst sind die Behälter komplett im Eimer und der Inhalt wahrscheinlich auch. Dann werden wir mal sehen, was passiert. Was liegt denn da? Da liegt ein Paket. Kann man das mitnehmen? Wir packen jetzt einfach. So, passt nach oben drauf. Jetzt haben wir 85 Kilo auf dem Rücken. Hier stehen jetzt überall solche Schilder. Ich habe den Eindruck, dass je länger ich das Spiel spiele, beziehungsweise je länger es auf dem Markt ist, desto mehr Leute hier auch diese Schilder hinterlassen. Was es damit zu tun hat, weil ja immer mehr Leute spielen und dann Spaß an den Schildern haben. Denn an sich habe ich mich in keinem Netzwerk angemeldet. Also es ist jetzt keine Multiplayer-Anmeldung. Und das ist auch eigentlich keine PS4-Gold-Mitgliedschaft notwendig, um das Spiel zu spielen. Schaut mal, hier ist doch ein schöner Ausblick. Und so gehen wir jetzt fröhlich voran bis zum Verbrennungsofen und von dort aus laufen wir dann einfach weiter. Da ist der Ofen. Und da hinten, da ist unser Ziel. Also wir haben schon fast bis zum Ofen geschafft. Ich finde, das sieht auf der Karte irgendwie immer weiter aus, als es dann eigentlich ist. Meldet sich schon wieder was? Oh, nö, Leute. Wie immer. Ja, jetzt fängt es wieder an. Das war ja so klar. Ich konnte auch da oben langlaufen. Ich gehe mal jetzt zurück. So. Keine Lust schon wieder auf solche Viecher und auf den Regen habe ich auch gar keine Lust. So überhaupt nicht. Jetzt da hinten hier. Nicht, dass der Sam hier jetzt auf einmal von seinen, ich weiß gar nicht, geschätzten 35 Jahren auf einmal 75 Jahre ist. Innerhalb von 10 Minuten. Nee, das war mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. In dem Fall unser Sam. Aber wir kommen voran. Da oben schweben schon wieder. Das ist doch steiler. Nee, ja, das geht mal nicht so an. Eigentlich wissen wir ja, dass ja beim Verbrennungsofen diese Viecher sind. Aber es hätte ja sein können, dass sie sich schon längst verzogen haben. Da wir ja üben. Na, hier liegt schon wieder was. Ach, da wird er immer so ein bisschen langsamer. So, ich halte mal kurz an, Sam. Dann drüben, so direkt drüber können wir natürlich auch noch nicht. Da ist überall dieses Gebiet von diesen
leben Mules, die auch an unsere Fracht wollen. Da wieder die Info, dass die Behälter beschädigt sind, aber das wissen wir ja schon längst. Ja, wir sind zu weit weg von der anderen Fracht, die kaputt war. Die haben wir ja abgeladen. Können wir jetzt halt nicht ausliefern. Dann ist das so. Wichtig, glaube ich, ist eher die andere Fracht. Sieht man da hinten, da schweben irgendwelche Sachen rum. Am Ofen. Versuchen wir aber, das irgendwie zu umschiffen. Ich will ja nicht direkt zum Ofen gehen. Ich will ja eigentlich dran vorbei. Ich will hier nur über diesen Gebirgskamm rüber. Und da wir jetzt nicht direkt hochklettern können. Oh, nö. Das ist jetzt doof. Warum kommen denn jetzt schon wieder solche Viecher? Schnappen wir halt mal die Luft an. Kommt erstmal hier rum. So eine Larve, ein bisschen das Blut aufbessern vom Sam. Wir müssen natürlich versuchen, nicht gleich ganz runter zu stürzen, aber ich glaube, es geht gar nicht anders. Wir müssen hier runter, um da hinten weiterzukommen. Dann würde ich mal sagen, packen wir hier so ein. Nee, falsch. So einen Ankerhaken hin. So. Und klettern runter. Hoffen wir, dass das Seil reicht. Aber ich denke, das wird was. Ja, wir sind unten. Muss natürlich vorsichtig sein. Wenn schon wieder solche Viecher rum. Und es gibt natürlich nirgendwo eine kleine Höhle oder einen anderen Unterschlupf, wo man sich jetzt unterstellen könnte, um die Fracht zu schützen und sich selbst auch. Ich würde sagen, lasst uns an dieser Stelle kurz ein wenig verschnaufen und wir kämpfen uns beim nächsten Mal weiter durch das Gebiet der Gegend. Ich sage Tschüssi und freue mich aufs nächste Mal.